Sonst wird das nix. Feuern Sie einmal Politiker an. Ja, aber Sie bleiben dran am NKR Racing Duckboot. Also das funktioniert schon ganz gut da. Jetzt auf der... Hier ein weiterer Punkt. Lothar Ruder. Stefan. Ich habe das Gefühl, die Eishockey-Quetsch müssen alles machen. Der Mittelteil, bitte mal einen Applaus für dieses wunderschöne Boot. Da sind auch noch zwei Engen an Bord, denen ebenfalls noch eine besondere Rolle zukommt. Das ist heute wirklich ein großer Spaß. Und wenn Sie die Bilder auch in der NP und in der Bild und in der HAZ gesehen haben, die drei Oberbürgermeisterkandidaten hatten wirklich eine große Freude und einen großen Spaß daran, ganz schiedlich, friedlich und freundschaftlich dieses Boot mit zu verzieren, mit anzumalen. Da spielt es auch keine Rolle, wenn der eine mal ein politisch gesehen die Farbe des anderen übernommen hat. Wer kommt jetzt auf die Wackelbrücke? Er ist nur gefallen, nicht abgesoffen. Matthias Waldraff. Auch er möchte Oberbürgermeister werden. Und die Brücke, die meistert er mit einer ganz besonderen Technik. Die in diesem Moment leider auch nicht zum Erfolg führt. Jetzt muss der Nächste drauf. Stefan, wie sieht's aus? Möchten Sie jetzt? Einer ist bereits baden gegangen. Jetzt muss eigentlich der Nächste drauf, oder? Was meinen Sie? Jetzt muss eigentlich der Nächste drauf. Sucht euch aus. Wir haben drei OB-Kandidaten und eine Wackelbrücke. Die lassen tatsächlich den Matthias alleine rüber. Einmal Brücke gehen. Ja, wir haben Zeit. Die wollen irgendwann im Ziel ankommen. Wir haben Zeit. Hätten wir gerne gesehen. Übrigens, weil gerade schon die ersten Fragen kamen, alle Bilder sind direkt nach Ende des Rennens, das war auch nur kurz, auf antenne.com zu sehen. Wir schießen heute ganz viele Fotos und vielleicht haben Sie Lust nochmal nachzugucken, das geht ja auch mit dem Smartphone direkt nach Ende des Rennens. Und der Tag ist ja noch lange, hier auf dem wunderbaren Maschsee-Festgelände sind die Bilder dann online. Übrigens, jetzt kommt wieder der Maschsee-Teufel zum Einsatz. Der sich gerade wieder selbst versenkt hat. Das ist jetzt zweimal die 5 und einmal die 6. Und jetzt für NKR Racing Duck Team. Einmal die 8 und zweimal die 7 auch mal bitte in den Startbereich zeigen. Das sind die aktuellen Benotungen. Da geht es tatsächlich nicht um die sportlichen Leistungen und um die Geschwindigkeit, sondern allein, wie viel Liebe zum Detail man da reingesteckt hat. Für das Crazy Crossing hier. Und damit erreicht jetzt auch das NKR-Team das Ufer. Nein.
willkommen am Ufer, Herr Schostock. Ja, klasse Rennen. So, da liegen sich die drei OB-Kandidaten in den Armen. Das ist mal eine schöne Abwechslung im Wahlkampf mit langweiligen Wahlkampfplakaten. Wahlkampf wird morgen wieder gemacht. Heute haben wir den Spaß hier gemeinsam und da sind die nächsten Boote im Ziel angelangt und das nächste Rennen startet gleich und deshalb schalten wir jetzt bei auflockerndem Himmel direkt wieder in den Startbereich zu Crazy Olli. Welche beiden Boote kommen jetzt? Viel Spaß bei Mitradio Antenne Crazy Crossing 2013. So, okay, also es geht weiter hier im Startbereich. Ich habe gerade, hast du mir irgendwas, hast du mir eine Frage gestellt, Hakas? 3, 2, 1, und los! Oh, da haben wir einen Einzelstarter. Einzelstarter, der da gerade auf die Strecke geschickt wurde. Quietschi, die Dottergelbe. 2013 zustande gekommen. Aus Holzresten vom Pferdeturm und Materialkosten von ca. 25 Euro haben sie ihr Gefährt zusammengedabbelt. Und sie lassen es gemütlich angehen. Unser Quietsche-Entchen kommt derweil an unserer Wackelbrücke anhackern. Ja, das wird natürlich jetzt spannend. Der Bernd, der gefühlt schon ewig mit dabei ist, hat ebenfalls eine interessante Käfertechnik mit dem Rücken zuerst. Ja. Oder macht er uns die Schnappschildkröte? Die Ente. Es ist tatsächlich die Ente. Die Ente, die jetzt versucht, dieses kleine, possierliche Tierchen sich auf das ebenfalls farblich Tonenton. Er hat es geschafft. Er hat das erste Ponton erreicht. Der erste kleine Zwischenapplaus brandet auf, während die Sonne sich durchsetzt und die Sonnenbrillen herausgeholt werden müssen. Er schiebt das Paddel vorne weg. Ich schilde das mal für alle im Zielbereich. Verkehrsgeil, das solltest du sehen. Die Ente säuft nämlich gerade ab. Was macht die Ente jetzt? Wütend klatscht sie mit dem Bürzel aufs Wasser. Das Paddel liegt bereits wieder oben. Vorsicht, strangulier dich nicht, Bernd. Du bist nämlich nicht mehr. Ja, er ist unten durchgetaucht. Gut, Bernd, wenn es nicht mehr geht, lass lieber deinen Sack nicht da vorne wegtreiben. Du weißt, dieses Schwimmgefährt. Aber das scheint offenbar mit einer Schnur verbunden zu sein. Oder ist da ein Magnet eingebaut, ein Entenmagnet? So, der Sensenmann, totenkopfartig geschminkt, er sieht wie ein Voodoo-Priester aus der Karibik. Und wir freuen uns natürlich auch, neben all der Trauer über das deutsche Eishockey, über die echten Derbys in der neuen Saison zwischen den Scorpions und den Indians. Auch eben auch hier eine interessante Technik. Ja, du schaffst es, du packst es. Er schwingt sie nach oben, so wie ein Killerwal, wenn er nach den Robben am Strand schnappt. Und tatsächlich hat er auch ein wenig optische Ähnlichkeit mit einem Orca. Taucht wieder ein, sortiert sich wieder. Ja, wir sind, ja, deine Freunde sind da. Hey, Leute, ihr müsst zu uns. Da, diese Richtung. Hier, Läufer. Da, wo Verkehrskreis steht, da, wo es lustig ist. Da müsst ihr lang. From Jamaica to the world. It's just love. It's just love. Nimm deinen Eierbeutel wieder mit. Ah, da ist die Schnur dran. Komm. Er ist alleine. Er ist ganz alleine auf dem großen Meer. Das bedeutet, er bekommt genauso viel Applaus, als wenn er zu zehnt wäre. Ein Mann auf dem Weg zum Krokodil. Normalerweise ist es umgekehrt. Aber diesmal kommt die Ente zum Krokodil. Lässt du seine Schnur los? Diese Neuerung beim Crazy Crossing, das kann ich bestätigen, kommt definitiv sehr, sehr, sehr gut an. Wir brauchen Unterstützung für unsere letzte quietschende kleine Ente da hinten. Meinst du jetzt Crazy Olli? Von hinten ein bisschen schief vielleicht. Aber noch ist alles drin. Auch der Hannover Indians Fanclub Lumumba ist noch ein gutes Stück vom Ziel entfernt. Vielleicht mal kurz die Besatzung
Glütz Schöneck, der hat die Orga in der Hand, meistens auf jeden Fall. In der Theorie beherrscht er alles, hat er uns gesagt. Olli mit dabei als Besatzung, der beste Fußballtrainer der Welt. Marco, gib ihm x-beliebiges Material, eine Säge und einen Akkubohrer. Irgendwas wird es dann schon. Und was es geworden ist, das sehen wir auch. Über den Schnappi. Die Ente ist über den Berg. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Normalerweise mag ich die Ente am liebsten süß-sauer, aber diese Ente ist echt sexy. Und das sind die Punkte. Einmal die 6, nochmal die 6 und die 7. The Sporting may I have the results from the hockey guys für das Eishockey-Team und die Fans. Da haben wir die 6. Dreimal die 6. Das darf man nicht religiös sehen, das hat jetzt einfach der Zufall so ergeben. Dreimal die 6. Und wir gehen wieder zu Crazy Olli in den Startbereich. Dankeschön. Jetzt tut sich was ein bisschen anders ist als die Rennen vorher. Wir haben nämlich hier jetzt nicht nur zwei Boote am Start, sondern weil es schon das letzte Rennen ist, meine Damen und Herren, haben wir jetzt drei Boote am Start und damit nicht ein Boot alleine fahren muss, haben wir gesagt, okay, komm, brauchen wir uns ja alle drei ins Wasser, das ist in Ordnung. Ich darf wieder vorstellen, und zwar von der Landseite aus. Das ist das Boot der Citypost. Und wenn ich mir diese Gurke so angucke, wie kann man denn da mit drei Wochen dran gebaut haben? Aber das hat man auch in zwei Stunden zusammengeschraubt, so ein Ding. Ja? Ja, okay, also es ist die Citypost. Ja, Sie kennen das freundliche Postunternehmen. Ich hoffe für euch, dass ihr wenigstens ankommt, nicht so wie eure Post. Ne? Ja, dann passt das schon. Okay, also die Citypost. Dann gehe ich mal auf die Wasserseite ganz außen erstmal. Da wird ein bisschen Werbung gemacht unter dem Motto Fußball. Wird es ab 1. September im Engelbostel einen neuen Indoor-Fußballpark geben. Soccerport heißt das Ganze. Die Jungs, die haben auch nicht so wirklich viel Geld da reingesteckt, weil also ich gucke mal eben nach. Ja, ja, 60 Euro hat das Ding gekostet und ein Schatz haben sie dran gebaut. So sieht das auch aus. So, und dann haben wir hier in der Mitte, wieder ganz traditionell, ganz zum Schluss, das Boot von uns, von Hitradio Antenne. In diesem Fall hat sich der Oku Sanchez, das ist der Kutscher, meine Damen und Herren, der baut diese Dinge immer zusammen, sich mal gedacht, okay, ich baue meine Kutsche, spann meine Pferde davor. Und einer, der mit Pferden und Pferde steckt, sich auch ganz gut auskennt, denn er ist das Pendant zu Verkehrskai, der sitzt da auch mit drauf. Das ist unser Mann, meine Damen und Herren, der jetzt gerade mit dem blauen Paddel ein bisschen winkt. Ja, den kennt sie auch von außen an. Und ansonsten haben wir ganz, ganz viel Passagiere dabei. Okay, das also, die letzte Runde, letztes Rennen, Crazy Crossing 2013. Andi, du bist dran. Dann lassen wir es laufen, das letzte Rennen. Und ich meine, auch da seid ihr, ist natürlich unsere eigene Kutsche ist auch schon ein bisschen nach vorne geschossen. Geht ihr alle mal ein kleines die Post bitte mal 2 Meter nach vorne paddeln, damit hier gleiche Verhältnisse sind. Ja, da guckt mich groß schon an, sehr böse. So, alle auf eine Höhe, das muss ja fair sein. Alles klar. Dann legen wir jetzt los. Das letzte Rennen und nochmal Ihre tatkräftige Unterstützung. Schreien Sie die Teams in Richtung Ponton. Wir starten mit 5, 4, 3, 2, 1. Und es ist zu erwarten, dass vorne vor unserer Wackelbrücke jetzt gleich das erste Mal richtige Konfusion auftritt, denn drei schwimmende Objekte in diesem Bereich, das ist natürlich dann eine knifflige Angelegenheit. Wobei, die Post ist schon gleich 3, 4, 5 Meter voraus, also die können dann wahrscheinlich ganz entspannt auf die Wackelbrücke gehen. Und ich weiß nicht, was unser Opus da jetzt gerade fabriziert, aber offensichtlich hat er seine Pferdchen nicht so richtig im Griff. Und unsere Freunde
vom Soccerpark, die am 1.9. eröffnen. Die paddeln noch schon ganz ordentlich, kommen aber nicht richtig voran. Also wir hoffen natürlich, dass ihr Soccerpark in Engelbostel dann doch ein bisschen besser läuft. Die Jungs waren übrigens im vergangenen Jahr schon als Paintball Experience mit dem Helm auf. Das ist los, Sanchez. Er braucht in 2 Tagen 300 Euro und braucht nur 1 Euro. Aber dieses Mal sieht es wirklich wieder ganz fantastisch aus. So, hoch ist nur die Kaffeebrücke drüber. Eva ist drauf, Markus, Maxi, oben ist seine Kita. Ja, du kannst das, du bist jung, du bist dynamisch. Heute ist ein schöner Tag. Wie sieht die Post das in Höllengeschwindigkeit? Tatsächlich, so schnell kann tatsächlich auch Post am Ziel gebracht werden. Versucht gerade noch das Krokodil fertig zu machen. In Echtzeitmessung dauert das vielleicht noch 2 Minuten. 2 Minuten Echtzeitmessung. Ist er süß, der Rumpf? Ist er süß? Sehr süß, hast du gehört, Rumpf? Du bist sehr süß. Du bist sehr süß. Ja, ja, du bist. Ah, bist du süß? So süß! Der Teufel war übrigens früher Hooligan in Braunschweig. Also gelernt ist gelernt. Ich befürchte, dass unser Boot das Ziel nicht in einem Stück erreichen wird. Und jetzt erwarten wir das letzte Boot, also rein nominell gesehen, 7. Aber keine Auswirkungen. Ja, du warst doch schon am Leiterboot, ist doch normal. Da kommt er nicht. Aha. So, ihr rudert bitte weiter. Ihr rudert bitte weiter. Hallo! Hallo! Ihr rudert weiter! Ja, lacht doch! Ist er auch süß? Du bist auch süß! Talam, komm! Hier! Tansania, zweite rechts, Krokodil! Schwimmst du? Machst du? Kommst du? Aber alles muss man erklären. Also hin da, hier 12 Meter, bist du blind? Fragt mich wohin? Fragt mich wohin? Ja, du sollst nicht auf die Frauen gucken, das Krokodil ist ein Thema hier. Begnadete Körper, Sie haben keine Vorstellungen, was hier für Verwendungen stattfinden. Hier los sind cool. Der Mann, ja, der Kamerad ist schon auf dem Krokodil. Hey, komm, wir fliegen hier auf Bomben in Richtung Zielmoderation. Das geht natürlich nicht. Das Tierwäldchen ist da! Die Fluten gleiten. Du wirst die Karten und alles, was Krokodil da unten so rumwimmelt. So, das ist sowas ähnliches wie. So, während der Teufel etwas übermütig wird, möchten wir uns bei unseren. Vielleicht DJ Top noch mal. Ja, das ist ein geiler Song. Das ist der Punk und der Rock. Das geht auch noch früh wieder ab. Von unseren Chicks Click verabschieden. Die Chicks Click! Komm! Gib mal alles! Jetzt seid so sexy! Wir sind heute mal nicht nass geworden, das hatten wir auch nicht jedes Jahr. Dankeschön! We love you! Ja, wir stellen fest, der Maschi-Teufel liegt völlig ausgepumpt auf dem Kopf des Krokodils. Wollen wir auch einen haben? Bitte, für den Teufel, eine kleine Anerkennung. Geht ganz gleich die 2 lang, kommt die Benotung für das Antenneboot. Das dritte Jahr, das sieht eigentlich noch ganz gut aus. Das Antenneboot. Die 7, die 8 und die 7. Ja, bitte. Eine 7, 8, 7.
Soccerport, die immer noch unterwegs sind. Und das ist die 7, 6, 5. Das ist so die künstlerische Benotung. Zusätzlich natürlich noch das Geschick auf dem Krokodil und auf der Wackelbrücke, dann ein bisschen Geschwindigkeit und so weiter. Das ist so die Gemengelage, die am Ende darüber entscheidet, wer die ersten drei Preise gewinnt. Es wird jetzt nicht allzu lang dauern. Mittlerweile sind die Punkte wieder auf dem Weg zum Ponton. Denn die Siegerehrung wird in Kürze stattfinden. Ich hoffe, ich kann das noch bevor der Regen kommt. Das sieht so ein bisschen so aus. Aber das macht uns ja nichts aus. Wir sind ja tatsächlich nicht aus Zucker wie Crazy und wie man sagt. Oder Olli? Olli steht gerade. Nein, jetzt ist er da. Ja, richtig. Genau. Also genau so sieht das aus. Außerdem sind wir ja schließlich auf dem Maschsee. Wir sind an der See und da macht uns Regen sowieso schon gar nichts aus. Wir sollten den anderen Teams, die jetzt mittlerweile am Start wieder eingetroffen sind, kurz mal das Signal geben, dass sie jetzt in Richtung Ponton, in Richtung Siegerehrung unterwegs sein sollten. Also ihr Lieben, die ihr jetzt alle am Start seid, bitte, der THW schleppt, das THW schleppt euch natürlich auch sehr gerne dorthin, aber vielleicht hat der eine oder andere ja noch ein bisschen Kraft über, um selber hinzufaddeln. Ansonsten werdet ihr dann auch aufgepickt. Hier unten liegt noch das IKEA-Brötchen. Ja, und auch Carlotta müsste ja eigentlich dann nochmal zur Siegerehrung zu Hakan, also zumindest in die Richtung von Hakan. Ich freue mich über jeden, der hier vorbeikommt. Grundsätzlich. Es kann nämlich schon ziemlich einsam werden in der Zeit. Noch einmal, vielen herzlichen Dank. Auch im 15. Jahr haben wir tolle Partner gefunden, die gesagt haben, Crazy Crossing und 10 Radio-Antennen. Wir sind dabei. Dankeschön an Rettung Liga Nachschuss. Tui Reisesette, die Herz-August-Galerie, Kurt 16, an unseren Medienpartner RTL und an unsere guten Freunde und Partner von THW, von den Johannitern und Medientechnik Hannover. Vielen herzlichen Dank dafür. Bei der Siegerehrung geht es gleich um Preise. Hoch Nummer 3. Gutscheine für das Kurt 16 mitten in der Stadt. Tolle Location. Und 6 Tickets für das gesamte Team für das Hitradio Antenne Open Air am 31. August im Heidepark Resort in Soltau mit Frieda Gold, mit Christina Stürmer, mit Matt Cohn, Ivy Kano. Letztes Team ist da, der Soccerport am Nordufer, eben mit der hämischen Frage, haben wir gewonnen? Ja, natürlich habt ihr gewonnen. Alle, die hier Spaß gehabt haben, die haben definitiv gewonnen bei dieser Veranstaltung. Es gibt Sieger, ich hab das schon gehört, und gleich eine Siegerehrung. Ganz kurz nochmal aus dem Regiestand. Alle Boote gehen jetzt so langsam aber sicher in Richtung Siegerehrung. Es wird bei den Kellerkindern wird noch ordentlich geschraubt und gemacht. Die Jungs, die Wikinger, sie erinnern sich vielleicht, die haben an Bord einen Akkubohrer, einen Akkuschrauber. Und jetzt wird da nochmal ein bisschen rumgeschustert und gemacht. Ich glaube, sie wollen retten, was zu retten ist. Und kommen dann vielleicht ja doch noch zur Siegerehrung. Also offensichtlich haben es die Wikinger doch aufgegeben und bauen ab. Darf man ja auch mal am Fuße des Tages. Vielleicht schwimmen sie jetzt zur Siegerehrung. Und natürlich brauchen wir auch noch ein
THW-Boot natürlich für Verkehrskeile an der Siegerehrung auch teilnimmt, aber erstmal werden wir unsere Wikinger schnell mal rüberbringen zu unserer Siegerehrung. Und dann kommt noch Verkehrskai und dann kann's losgehen. Dann die große Siegerehrung dieses 15. Crazy Crossing. Hallo.